Die Jungfraubahnen realisieren hier ein Projekt mit weltweiter Ausstrahlung. Das ist einzigartig im Alpenraum. Die grossen Highlights in diesem Projekt sind natürlich immer der Flugtermin, wenn die ganzen Masten vorbereitet eingeflogen werden. Die 3S-Bahn der Jungfraubahnen wird die schwerste je gebaute 3S-Bahn. Das heisst, wir haben eine Antriebsleistung von 1,2 Megawatt. Ein Projekt von so einem Ausmaß kann man als Seilbändler in seinem Leben vielleicht einmal oder zweimal maximal, wenn man Glück hat, realisieren. Und das ist natürlich eine grosse Herausforderung, eine grosse Ehre. Das ist die Champions League im Seilbahnbau, was wir hier sehen. Das ist ein längerer Spleiß wie normal. Bei dem wären wir sicher etwa 1,5 Tage. Hier bei der 3S Grindelwald haben wir gruppenweite Zusammenarbeit, was das Ganze sehr spannend gemacht hat, aber auch herausfordernd, weil die unterschiedlichen Welten zwischen Güterlogistik und Seilbahntechnik doch ein kleines unterschiedlich sind. Aber ich liebe diese Herausforderungen. Ich finde, genau das macht uns als Gruppe stark. Das zeigt unsere Innovationskraft. Das zeigt, was man gemeinsam bewirken kann. Jede Dreiseilbahn hat so seine Spezialitäten gehabt in der Vergangenheit. Aber hier der Grundeiger-Gletscher hat uns komplett neu gefordert. Meter ist diese Seilbahn lang. Hat einen Höhenunterschied von 1400 Meter.
Die Geschwindigkeit ist 8 Meter pro Sekunde. Wir haben einen Tragseildurchmesser von 58 mm und einen Zugseildurchmesser von 56 mm. Eine Förderleistung von 2200 Personen pro Stunde. Technisch ist diese Bahn sicher ausgereizt. Eiger, Jungfraubahnen.